Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute geht es um den Friedensstifter, der eine ganz große Rolle spielt in dem Valby-Bild, den ich euch heute vorstelle. Der Valby-Bild ist endlich fertig. Das war bestimmt der langwierigste überhaupt. Ultimate Valby gefarmt und insgesamt 7-mal zurückgesetzt oder so. Also ja, einmal fehlt sogar noch, weil ich theoretisch noch Konditionskampf drin haben möchte, um mehr live zu haben. Das spare ich mir aber jetzt erstmal, um euch das Video in der richtigen, also zeitlich zu zeigen, weil ihr ja auch wissen wollt, ey, was kann der Friedensstifter? Und darum geht's heute. Einerseits natürlich der Ultimate Valby-Build, aber auch der Friedensstifter. Ich glaube, das interessiert auch viele, weil der eine richtig, richtig coole Synergie hat mit Valby. Deswegen würde ich auch sagen, fangen wir mit dem Friedensstifter an. Das wird wahrscheinlich die meisten interessieren, die das Video angeklickt haben. Der Friedensstifter, den kann man aktuell nur und ausschließlich beim Gierschlund bekommen. Bedeutet, bei dem allerletzten Boss, der neulich reingekommen ist hier, nur der kann Teile fallen lassen für den Friedensstifter. Und das auch komplett random und auch immer nur ein Teil nach einem Kill. Ja, der Friedensstifter, was macht der? Erstmal muss ich sagen, ist der Friedensstifter vom Look her sehr, sehr cool. Also ich finde den Friedensstifter rein vom Look her sehr, sehr cool. Komplett so eine kurze Handgun. Erinnert mich voll an so ein anderes Game. Deswegen habe ich da so ein bisschen Nostalgie-Feeling. Aber ich finde vom Look her sieht das schon mal sehr cool aus. Und dann, wenn wir auf die Stats gucken, Leute. Die Stats sind so grausam krass. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ist natürlich eine Handgun. Das heißt, ihr habt nur einen Schuss pro... Ja, also immer einen Schuss. Ist kein MG oder sowas. Und insgesamt eine Munition pro Magazin von 8. Ich zeige euch das gleich auch nochmal im Live-Showcase. Die Crit-Rate ist standardmäßig bei 50%. Das ist richtig, richtig crazy. Und der Crit-Schaden bei 2,5. Völlig verrückt. Ich habe jetzt hier auf der Waffe nachjustiert den Angriff, Crit-Rate, Schwachpunktschaden und Bonusschaden gegen Kolosse, weil ich einfach mit Valby noch meine Waffe in der Hand haben möchte, die mir die Möglichkeit gibt, nochmal, wenn ich gerade keine Mana habe oder so, den Gegner auf den Schwachpunkten hart hitten zu können. Und wenn wir dann hier einmal in die Fähigkeit gehen, das ist eigentlich das Krasse bei dem Friedensstifter, sehen wir, dass es komplett aufgebaut ist auf Dimensionsfertigkeiten. Das ist genau das, womit ihr bei Valby Schaden macht. Einmal hier Blub-Blub-Dimension und natürlich Säubern-Dimension. Und das sind genau die beiden Dinger, mit denen ihr extrem viel Schaden machen wollt und womit ihr dann die Stacks aufbaut beim Friedensstifter, weil für jeden Stack, den ihr dort aufbaut, bekommt ihr mehr Schaden. Grundschaden, attributlose Fertigkeitsstärke sind 10% und dann für jeden weiteren Stapel gibt es 4% on top. Das heißt, ihr kommt am Ende bei 30% erhöhter Fertigkeitsstärke raus. Das ist sehr, sehr viel, wenn man die ganzen anderen Multiplikatoren da noch mit einrechnet. Und das Coole finde ich auch ist, A, die Auslöserate, die bei 100% ist, ist also kein geheimer Garten, wo ihr 50-50 Chance oder so habt, sondern immer wenn eine Dimensionsfertigkeit gezündet wird, dann kriegt ihr zu 100% einen Stapel. Und dieser Stapel, der hält auf 15 Sekunden. Das heißt, ihr könnt einmal komplett mit eurem Surfer rumsurfen und danach wieder Surfer drücken und ihr verliert keinen einzigen Stapel. Und das zählt natürlich für jeden Tick, für alle Gegner, die in dem Wasser sind. Das heißt, also das ist wie gemacht für Valby. Dann, wenn ihr alle Stapel voll habt, dann könnt ihr mit der Waffe angreifen und schießt ganz schnell alle 8 Kugeln hintereinander los. Es gibt natürlich auch Ideen, das vielleicht mit Glay einzusetzen oder mit anderen Charaktern. Kann sein, dass es da auch coole Builds gibt, aber für Valby ist es echt wie gemacht. Ich denke, jeder andere Charakter, der auch mit Dimensionsfertigkeiten angreift, kann hiervon extrem krass profitieren. Modulmäßig habe ich mich noch gar nicht so doll mit befasst. Was ich auf jeden Fall haben will, ist nochmal mehr Crit-Schaden und natürlich Crit-Chance. Das habe ich eben gar nicht gezeigt. Die Crit-Chance aktuell auf der Waffe ist bei 75%. Das kann auch nochmal höher gehen, wenn man das zweite Crit-Chance Modul drauf hat, dann ist man vielleicht bei 90 oder so in der Nähe von 100, auf jeden Fall sehr, sehr krass, so dass jeder Schuss ein Crit-Schaden-Schuss ist. Dann habe ich jetzt hier dazu Crit-Schaden, Verteidigungsmeister für Valby, um mehr Def zu bekommen, Wirkung, Gegenwirkung noch nicht hochgelevelt, 3 noch nicht hochgelevelt, da kommen die Standardsachen drauf. Schaden, Crit-Schaden, Schwachpunktschaden, Feuerrate vielleicht nicht mal, ich glaube, der ist relativ irrelevant für eine Handgun, aber so könnte das aussehen. Verteidigungsmeister, wenn ihr das nicht braucht, könnt ihr natürlich auch nochmal Angriff nehmen. Da könnt ihr wirklich euren Fantasien freien Lauf lassen. Aber einfach mal, damit ihr seht, wie da
wie das mit der Waffe schussmäßig aussieht. Es ist natürlich eine normale Handgun, ist jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches und es geht auch mehr um die Fähigkeiten, aber einfach damit ihr es einmal gesehen habt, so sieht das aus. Und habt ihr gerade gesehen, 220.000 auf einem Schwachpunkt mit einem Crit, das ist crazy, ohne Module in der Waffe. Und einfach, dass jeder Schuss ein, oder nahezu jeder Schuss ein Crit-Treffer ist, ist so crazy. Ihr habt gesehen, ich habe nicht ein einziges krasses Modul da drauf. Und ich mache jetzt schon mit einem Crit 120.000. Einfach so 120.000. Das kann aber mal easy peasy auf 1 Million gehen. Und wenn ihr mit einem Schuss 1 Million abzieht, dann hilft euch das bei Bossen auch extrem weiter, um mal hier und da auf eine Schwachstelle zu gehen, wenn der Boss vielleicht gerade am Boden ist. Und zur Valby-Taktik selber brauche ich euch, glaube ich, nicht viel erzählen. Das ist die, die alle kennen. So viel Surfer einsetzen, wie es geht. So viel Schaden mit Surfer machen, wie es geht. Und da ist jetzt nichts, kein krasser Trick mit bei. Was wichtig ist, ist, dass ihr den richtigen Reaktor habt. Da gehe ich gleich noch drauf ein, auf die Module. Einfach mal hier gerade das Gameplay. Also das Gameplay, das kennt ihr, das muss ich euch nicht zeigen. Schaden liegt irgendwo bei 150.000 mit der richtigen Waffe und richtigen Reaktor. Ich habe nämlich aktuell einen Reaktor, der noch auf Blaukäfer gemünzt ist. Hier der Reaktor, den ich nutze, der geht eigentlich für Blaukäfer. Und mit Blaukäfer bin ich dann bei 17.600 Fertigkeitsstärke. Gehen wir mal auf die Module ein. Luftmanöver habe ich da wie immer drin. Feuchtigkeitsspenden ist das einzige rote Modul, was ihr spielen könnt, meiner Meinung nach, auf Valby. Die beiden neuen Module habe ich ausprobiert. Sind sehr cool von der Mechanik, machen aber... Ihr könnt kein Bild drumherum bauen, vor allen Dingen auch nicht mit Friedensstifter, weil ihr damit dann 5% Crit habt. Wenn ich das hier rausnehme, habe ich gar keine Crit-Chance. Mit dem Ding zusammen habe ich eine extreme Crit-Chance. Ohne Feuchtigkeitsspenden ist die Standard-Crit-Chance bei Valby 5%. Mit Feuchtigkeitsspenden liegt meine Crit-Chance aktuell bei 80%. Ich hatte die Zahl bisher auch noch nicht gesehen, deswegen bin ich gerade auch ein bisschen overwhelmed. Aber ja, die Crit-Chance liegt gerade bei 80% im Wasser. Und ihr müsst meiner Meinung nach unbedingt Feuchtigkeitsspenden spielen. Und dann baut sich der Build eigentlich von selber. Ihr habt einmal Crit-Rate, Crit-Schaden drin, habe ich noch nicht mal hochgelevelt. Wie gesagt, es fehlt mir noch einmal hochleveln, um Crit-Schaden drin zu haben. Und flinke Finger. Die braucht ihr auf jeden Fall, die flinken Finger, weil das macht am meisten Abklingzeit. Also ihr müsstet entweder hier flinke Finger reinmachen oder hier ein Dreieck für Fertigkeitskonzentration. Also einmal auf 40 fehlt hier auf jeden Fall noch. Also Crit-Chance, Crit-Schaden. Notfallmaßnahmen und Frontlinien ist auch beides für Crit. Dann gefährlicher Hinterhalt, weil es schon so oft so ist, dass ein Gegner spawnt und sofort getroffen wird und dann habt ihr 25% mehr Schaden. Dimensionsexperte für die Dimensionsschaden, Dimensionsspezialist für die Dimensionsfertigkeitsstärke. Dann habe ich hier Reichweite erhöhen und hier Dauer erhöhen. Und wie gesagt, jetzt fehlt hier nur noch flinke Finger oder wenn ihr sagt, ey, die Abklingzeit ist mir nicht so wichtig, dann nehme ich lieber Konditionskampf und habt damit dann noch ein bisschen mehr Life, könnt ihr das natürlich auch machen. Beim Reaktor ganz wichtig, dann Friedensstifter, Einschlagmunition, Dimensions- und Attributlos. Wie ihr den Reaktor findet, habe ich euch schon mal erzählt, auf der Karte R3 drücken, dann seht ihr, wo es alle Reaktoren gibt. Ändert sich jede Woche. Und dann das Metzler-Set. Komplett ausgerüstet gibt euch das 26% Fertigkeitsstärke obendrauf. Und da solltet ihr einfach schauen, dass ihr so viel Life und Verteidigung drin habt wie möglich. Und ganz, ganz wichtig ist maximale MP, am besten auf gelb, aber jetzt hier lila ist auch ganz okay. Aber auf jeden Fall so viel Verteidigung und Leben wie möglich und hier auf dem Sensor auf jeden Fall Max MP. Metzler-Zeug gibt es beim Pyromanen. Und dann macht ihr sehr, sehr viel mehr Schaden. Gucken wir mal eben, ich habe natürlich noch nicht den richtigen Reaktor, aber auf dem Crit, vielleicht kann man es hier eben sehen. Könntest du vielleicht mal gerade eben critten, bitte? Wäre schön den Crit sehen. Da, über 270.000. Das kann sich meiner Meinung nach sehen lassen. Vor allen Dingen, wenn auf dem Reaktor noch Crit-Schaden draufkommt oder Attributlos-Schaden und Dimensionsschaden, kann das ganz, ganz böse werden und ganz, ganz viel Schaden machen. Ja, das ist der Ultimate Valby-Build.
Ich hoffe, das hilft euch weiter bei eurer Bildplanung für Valby und auch für euren Friedenstifter. Finde ich eine sehr, sehr coole Waffe. Ich finde es sehr schade, dass es hinter so einem extrem starken Boss versteckt ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir entweder bald rote Komponenten und rote Reaktoren bekommen oder auch rote Waffen, um viel stärker zu werden und der Gierschlund dann einfacher wird. Oder dass der Gierschlund vielleicht ein wenig genervt wird, um dann auch die Möglichkeit überhaupt zu haben, diesen Friedenstifter zu farmen. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Bild in die Kommentare. Bin ich sehr, sehr gespannt und auch natürlich zum Friedenstifter. Lasst gerne ein Follow da, wenn ihr nichts zu dem First Descendant verpassen wollt. Ende des Monats kommt ja dann schon Season 1. Und ich würde mich natürlich wie immer über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.